Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute mal wieder über Zoom. Mein Interviewgast ist im wunderschönen Deutschland, gefühlt meiner zweiten Heimat. Ich darf begrüßen den lieben Bernhard Schindler. Servus Bernhard, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Servus Daniel, grüß dich. Lieber Bernhard, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und zwar versetze ich bitte in die Situation hinein, du bist auf einem spannenden Networking-Event oder tauscht dich einfach mit neuen Menschen aus, die dir noch unbekannt sind. Und auf einmal kommt die Frage auf, hey Bernhard, du bist ein cooler Typ, cooles Mindset, kannst alle in den Bann reißen und bist mega spannend, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau? Ich mache einfach das, was andere nicht tun. Wenn andere lamentieren, tun wir. Das heißt, ich gründe sehr gerne junge Unternehmen, insbesondere mein letztes, jetzt SalesUp, und schaue, dass ich in 12 Monaten meine Ziele erreicht habe. Okay. War das schon auch in der Schule damals so, dass du immer der warst, der das Unmögliche möglich gemacht hast und dir nie Grenzen gesetzt hast? Oder hat sich das erst auf deinem Lebensweg entwickelt? Also in der Schule war das Höchste, was ich erreicht habe, in der Hauptschule der 3. Stock. Das war tatsächlich ein sehr, ich sage mal immer, sehr spannender Weg nach oben. Mehr habe ich nicht erreicht, weil ich früher 0 Ziele hatte, 0 Bock hatte, wusste aber, ich möchte sehr viel Geld verdienen. Das hat sich irgendwie nicht ganz zusammengepasst. Das stimmt, ja, das stimmt. Jetzt, wenn du es auch gleich angesprochen hast, Ziele im Leben, Motivation, woher muss das kommen? Glaubst du, ist diese Motivation von innen heraus überlebensnotwendig oder kann man auch Motivation bekommen von Motivationsvideos von YouTube oder von irgendwelchen anderen Social-Media-Plattformen? Wie ist das bei dir? Woher hast du deine Motivation? Also nachdem ich jetzt ja doch 43 geworden bin, war damals YouTube und Podcast und Co. nicht wirklich. Und in meiner Ausbildung, wir haben TDK-Kassetten einsortiert beim Mediamarkt und wir haben damals die ersten CD-Radiorekorder verkauft, geschweige denn 100-Hertz-TV-Geräte. Und meine Motivation war immer, ich wollte das machen, was mein Chef damals gemacht hat, damals Ausbildungsleiter, dann aber Chef, Filialleiter. Und ich habe gesagt, irgendwie will ich auch so ein cooles Auto fahren. Ich habe so angefangen, meine Ziele mir langsam selbst zu stecken. Ich komme aus einer, Gott sei Dank, einfachen, aber bürgerlich einfachen Familie und habe kein Geld in den Allerwertesten gepudert bekommen, sondern ich musste tatsächlich mir alles selbst irgendwo erarbeiten. Und mit einem gewissen Respekt und einem gewissen Wert immer an der Sache habe ich verstanden, wenn man sich Ziele setzt und diese täglich fokussiert und da der Umschwung jetzt in die heute gigantischen Möglichkeiten, YouTube-Podcasts und so weiter, würde ich sagen, ich wäre damals unglaublich froh gewesen, wenn es solche Möglichkeiten damals gegeben hätte, weil ich glaube, sehr, sehr viele junge Menschen heute Chancen haben, die damals nie möglich gewesen wären. Und deswegen, um das zu komplettieren, sehe ich es Ziele heute genauso wichtig wie damals. Damals waren Ziele Vorbilder, waren Ziele große Unternehmer, waren aber natürlich auch Sportler, die täglich gekämpft haben, dass sie etwas Großartiges erreichen. Und das hat mich immer fasziniert. Es darf Rückschläge geben, man darf nur nicht liegen bleiben. Das auf jeden Fall. Dazu würde mich natürlich auch interessieren, deine Meinung bezüglich Verkauf. Du hast ja wirklich Verkauf, glaube ich, gelernt von der Pike auf, hast dich da durchbeißen gelernt. Für wie wichtig erhältst du diesen Themenblock Verkaufen, gerade auch wenn man sich selbstständig machen will, Unternehmer werden möchte, sein eigenes Ding machen möchte? Ist das überlebensnotwendig oder eher weniger? Ohne Verkauf geht es nicht. Und das ist in jedem Falle das Gleiche. Wenn du heute Metzger bist und kannst die Wurst nicht verkaufen, dann wirst du nicht erfolgreich. Wenn du heute ein guter Marketier bist und kannst das Ding aber nicht zu Papier bringen oder mit dem Kunden verkaufen, dann wirst du nicht erfolgreich. Und das ist mit der Kleidung so und das ist mit jedem Produkt so, mit jeder Dienstleistung und mit jedem Ding, was heute in der Startup-Welt entsteht, ist es immer das Gleiche. Wenn du das, was du tust, nicht verkaufen kannst, dann wirst du nicht erfolgreich. Und ob das ein Fahrzeug ist oder die Wurst an der Metzger-Ticket, das ist egal.
Viele scheitern eben daran, die haben tolle Gedanken, sie malen da Blöcke voll, sie machen da Grafiken und 25.000 PowerPoint-Präsentationen und am Schluss stellen sie fest, keiner will den Scheiß. Und weil sie es einfach nicht erklären können in wenigen Sätzen. Und so ist es ja auch beim Podcast oder bei allen den Dingen, die wir sehen. Schau dir heute mal, schau dich an, finde ich einfach cool, wie du das machst. Ja? Du begeisterst Menschen. Wenn du Menschen begeistern kannst, dann bist du erfolgreich. Ganz einfach. Ja, voll. Jetzt, du hast die Startup-Szene, die Gründerszene in Deutschland ja regelrecht mitgestaltet. Da gab es wahrscheinlich das Wort Startup gar nicht. Was ist dir so aufgefallen jetzt über die Jahre hinweg? Was hat sich verändert in der Gründerszene? Was hat sich vielleicht positiv, negativ verändert? Glaubst du, können viele Gründer, viele Startup-Founder gut verkaufen? Wobei stellt es die meisten Startups eigentlich auf? Ich bin mal sehr pauschal und sage, ich glaube, sehr viele können nicht gut verkaufen. Sonst hätten wir zum Beispiel im Startup Monitor, der jedes Jahr in Deutschland rauskommt, nicht mittlerweile das Thema Sale und das Thema sich selbst in Position zu bringen, nicht auf Platz 1 und auf Platz 2. Das heißt, wir haben 60-70% der Startups, die da mitwirken beim Startup Monitor, und es sind Tausende, die angeben, dass sie einfach auf der Strecke bleiben. Und ich glaube, dass das Thema Sale immer zu leicht gesehen wird. Ein Produkt, eine Dienstleistung zu generieren, ist das eine. Das können viele. Und es gibt hervorragende Produkte, hervorragende Technologien, Innovationen. Unglaublich, unglaublich. Nur sehr, sehr viele bleiben leider auf der Strecke, weil der gewisse Sale-Part entweder zu spät kommt, dann muss er zu teuer eingekauft werden, insbesondere in puncto Vertriebsmannschaft. Oder aber tatsächlich ist es ein ich habe keine Ahnung, wie mache ich Sale. Und das Thema Marketing ist oftmals auch noch ganz ordentlich. So eine Präsentation kriegen viele hin und auch die Labels aufs Produkt. Aber das Ding dann zum Kunden zu bringen, das ist schwierig. Und beim Kunden stelle ich fest, also beim Mittelstand insbesondere oder KMU-Mittelstand stelle ich fest, dass da so ein gewisser Wandel einhergeht. In den letzten Jahren war immer dieses, Startups und die haben gleich die hohen Bewertungen und da können wir nicht mit und Startups verändern die Kultur und wir haben alle Angst und was passiert da? Und der Senior sagt natürlich, früher haben wir die Nägel nur selbst in die Wand gehauen, jetzt kommen die Startups und die wollen die Welt verändern, also auch sprich mein Unternehmen, und deswegen kamen viele Startups leider nicht wirklich weiter. Und das ändert sich gerade in Deutschland oder im Dachbereich, und da bin ich sehr dankbar, dass sehr viele Unternehmen oder viele Unternehmen jetzt langsam den Weg tun, dass sie sich aufmachen und in die Startup-Landschaft hineinblicken. Und ich glaube aber auch, man muss es an der Stelle auch sagen, viele Startups müssen sich auch umstellen und müssen sich an den Gegebenheiten anpassen und vielleicht mal ein bisschen tiefer stapeln, wenn es um die Kooperation oder um die Collaboration mit KMUs und Mittelstand geht. Jetzt würde ich gleich auf dein jüngstes Projekt gerne überschwenken, auf SalesUp. Willst du mal erzählen, wie bist du überhaupt drauf gekommen? Und der Name SalesUp, was steckt denn da dahinter? Beziehungsweise der ist eben markenrechtlich geschützt, oder? Von eurer Seite. Da gibt es ja eine ganz witzige Story. Ja, da habe ich, glaube ich, einen guten Punkt getroffen, oder? Willst du dazu ein paar Worte vielleicht kundtun? Nachdem ich nicht studiert habe und einfach ein bisschen hebt's unheimlich bin, ich habe mein zweites Startup, den Exit, ganz ordentlich geschafft, da war ich ja ganz happy, und wir waren in Scheffa, im wunderschönen Tirol, und waren auf der Hütte, und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin jetzt eher der Fraktion Metzger angehörig, also sprich, ich mag gern Après-Ski, fahre weniger Ski, und von daher war ich dann in der Hütte und habe mir da ganz gemütlich mal ein, zwei halbe aufgemacht und habe festgestellt, was war in den letzten Jahren eigentlich alles und was ist so passiert, und kam immer wieder drauf, dass mir meine Mittelständler, die ich da habe, selber als Kunden generieren müssen, für mein letztes Produkt, immer wieder gesagt haben, Mensch, wir würden eigentlich gerne mit Startups arbeiten, aber wir haben keine Ahnung, beziehungsweise du weißt ja, wir sind Mittelständler, wir brauchen da so einen Knopfball, und auf das Knopfball wollen wir drücken, und dann muss das Ding dastehen. Ja. So typisch, ne? Wir sind halt beim Autokauf aus, der Mittelständler sagt, was ist es, ne? Ja, und dann habe ich mir gedacht, das hört sich gut an, das schreibe ich jetzt mal auf eine Seewerte, was anderes habe ich nicht da gehabt. Habe auch der Familie versprochen, dass ich Urlaub mache, ja. Und nichts anderes, also musste ich das irgendwie packen, das MacBook dürfte ich nicht hernehmen. Dann habe ich gedacht, dann schreibe ich mir das jetzt mal auf, habe das ja tatsächlich gemacht. Und dann bin ich so am Abend da gesessen, habe das mal ganz vorsichtig präsentiert, und dann kam die erste Frage an, wie soll das Ding heißen? Und dann habe ich gesagt, das weiß ich auch nicht, es gibt Startup, es gibt Sale, also heißt das halt SalesUp. Und so habe ich das kombiniert, und ja, und dann habe ich am nächsten Tag in der Früh dann mal meinen Späßel angerufen, und der da ein paar so markenrechtliche Sachen macht, dann habe ich gesagt, komm, trage mal das Ding da, ich mache da so ein R-Zeichen an,
Und schau, dass das passt. Und dann hat er gesagt, ja, bist du wahnsinnig, Sale, und das, da gibt es über 1000 verschiedene Dinge schon, die da registriert sind, und da kriegen wir so einen Ärger, wir brauchen einen anderen Namen. Dann habe ich gesagt, ihr habt keine Zeit für den Schwachsinn, du das eh weg, dann hast du jetzt Sales ab, das ist wie wenn du sprichst und dann hat sie das, ne? Super. Gut, das war das, eineinhalb Wochen später war das in der Registeranmeldung und dann war der Kreis gespitzt. Geil. Und jetzt war ja Auftakt letzte Woche, The Grow. Mhm. Willst du dazu auch ein paar Worte wechseln? Um was geht's da? Ich war ja selber mit dabei, hattet spannende Gäste, überhaupt nochmal Gratulation zu dem ganzen Ablauf und dass ihr die Gäste alle organisiert bekommen habt überhaupt. Was ist euer Ziel damit? Oder war das auch wieder eine Idee mit zwei schönen, kühlen, schönen Blonden? Das war eine Weihnachts-, eine Christmas-Idee. Also ich habe immer gedacht, was passiert eigentlich jetzt in den nächsten Monaten, wenn wir in den zweiten Lockdown gehen, beziehungsweise vielleicht in den dritten. Thema Corona ist in aller Munde. Wir diskutieren immer nur alles Negative. Es ist alles immer so bescheiße. Und dann habe ich mir gedacht, das kann es ja auf Dauer nicht wirklich sein. Wir brauchen einen Aufbruch. Und dann habe ich mir so tatsächlich an Weihnachten, am ersten Weihnachtsfeiertag mal so die Landschaft angeschaut, was gibt es denn an Veranstaltungen, Startups, Mittelstand, was kann man denn da machen? Mal frei raus diskutieren, ohne Leitfaden und ohne Leitplanken und alles. Und so war es dann. Ne? Da habe ich meine Jungs da angerufen und habe gesagt, es war am 27. Wegfahren konnten wir auch nicht. Also wir mussten zu Hause sitzen, eingesperrt. Und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, jetzt passt mal auf, ich habe da eine Idee, wir brauchen einen Namen. Und Aufbruch, Wachstum, The Grow, das war relativ schnell gesetzt. Dann haben wir gesagt, wie machen wir das? Ja, und am Silvestertag in der Früh haben wir uns dann Zoom-Meeting gemacht. Wir waren da, glaube ich, bis um 5 Uhr abends zusammengesessen. Nein, 10 Stunden. Und haben das Ding geplant. Ja. Und dann haben wir schon am 2., 1., 3., 1. haben wir die Leute aktiviert. Ich bin ja immer ein Hemdsärmlich. Ich habe da den Bosbach angeschrieben und der Jan hat gesagt, ach, ich rufe da den an und den. Und dann der Gerold hat gesagt, ich rufe den an. Und so war das dann. So ist es entstanden. Dann fangen wir halt einmal an, ne? Und super. So ist es letzte Woche rausgekommen und da waren wir ganz happy. Da würde mich jetzt gleich interessieren, weil du gesagt hast, ja, ich habe den und den gleich angeschrieben und da Netzwerk, Thema Netzwerk. In meinen Augen ein sehr, sehr unterschätzter Block in dem ganzen Business. Wie ist dein Blickwinkel bezüglich Netzwerk? Ist das für dich sehr, sehr wichtig? Sollte das für eine Person, die sich unternehmerisch betätigen will, überlebensnotwendig sein? Wie bist du an deine Kontakte gekommen? Das ist mir jetzt auch aufgefallen. Leute fragen mich, hey Daniel, wie hast du dir eigentlich dein Netzwerk aufgebaut? Und dann habe ich selber mal ganz kurz nachdenken müssen. Und jetzt stelle ich dir die Frage, wie hast du dir dein Netzwerk aufgebaut? Wie bist du zu diesen ganzen coolen Leuten gekommen? Ich schätze mir genauso wie du. Okay. Du hast einfach die Menschen begeistert, du hast mit ihnen gesprochen, du hast es offen angesprochen, du bist nicht irgendwo hinter der Hausmauer hängen geblieben und hast dir gedacht, ach, kann ich den ansprechen, wie soll ich den ansprechen, ja? Sondern du hast dann einfach gesagt, nein, den sprechen wir jetzt einfach mal an. Und ich mache es auch so, ich schreibe den halt einfach an. Mir ist es eigentlich wurscht, wer das ist, ja? Also ich bin da ziemlich, was kann passieren? Wir müssen es lernen und das müssen viele Startups die Ängste ablegen, dieses, oh Gott, was mache ich denn? Das kommt schon daher, dass heute auch viele von uns immer so getrieben sind von oben herab, das darfst du aber nicht. Das haben wir jetzt in der Kinderstube gelernt. Ja? Ja. Das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Und jetzt kommt da so ein junger Startupler nach Hause, so eine Gründerin oder ein Gründer und erzählt, mei, Mama, ich habe da eine geile Idee, was ist das Erste, was kommt? Um Gottes Willen, ja, hör doch bitte ja auf, lerne erst was Gescheites, ja, wer Gärtner in der Friedhofsverwaltung oder irgendeinen Scheiß. Das ist es aber nicht. Lass den Menschen freien Lauf, den jungen Menschen und dann lernen sie und dann, wenn sie eines eben tun, das eigene Ding, was sie machen, verkaufen können und netzwerken können, also sprich andere Menschen begeistern für das, was sie tun, dann werden die erfolgreich. Punkt. Und so war es bei mir auch. Ich habe früher schon am Pausenhof unserer Rektorin die alten Keramikschüsseln verkauft, die andere Lehrerin mitgebracht hat für einen horrenden Preis, wo dann die gesagt hat, die braucht die blöden Schüsseln eigentlich gar nicht, aber sie hat es trotzdem abgekauft und das Zweite war, ich habe genetzwerkt. Als ich der Ministrant war früher, das war ja Wahnsinn in der Kirche, da habe ich dann den Bürgermeister und dann lernst den kennen und hast mit dem mal gesprochen und da. Und so habe ich mir das Ganze aufgebaut und bin heute im Glücklichen, bin sehr, sehr glücklich und happy, dass dieses Netzwerk, das ich habe, genauso funktioniert wie vor 15 Jahren, als ich begonnen habe als Startupler, ansprechen und höflich anfragen und anschreiben.
Schau, ich habe jetzt versucht, dass wir den, was mich einfach persönlich gereizt hat, einen namhaften Unternehmer zu gewinnen, einen, den ich sehr schätze, Michael Otto. Weil was kann da passieren? Du schreibst dann einfach an, mehr als ein Nein, danke geht ja nicht. Das ist ja Richtig, nichts Schlimmes. Aber das richtig, Schönste ist, wenn richtig. er sagt, ja, passt. Oder so wie in Bosbach oder wie die Schrambeck oder egal wer, du musst dann einfach mit den Menschen offen und herzlich reden und dann klappt es. Ja, voll, voll, voll. Aber dazu gibt es jetzt auch passend von euch The Grow, den Entrepreneur Club. Das ist jetzt ganz noch eventuell geheim. Wir teasern hier ganz, ganz die Secret Infos, sprechen wir hier an. Ist das genau aus dem Grund entstanden, weil du einfach eine Plattform oder etwas schaffen willst, dass man sich austauschen kann und dass man einfach mit coolen Leuten in Verbindung kommt und sich austauschen darf? Also zuerst mal bist du der Erste, der es jetzt weiß, weil wir haben das ganz frisch letzte Woche nach der ersten Ausstrahlung der Grow im Kreise besprochen. Und es war einheitliche Meinung, wir brauchen da einen Aufschwung. Wir wollen einen Entrepreneurs Club ins Leben rufen in Europa, der sich vernetzt, wo sich über Innovationen ausgetauscht wird, wo man Spaß hat, wo man auch mal einen Breakfast gemeinsam macht oder ein Summertime oder whatever oder auch einmal, egal was die Gemeinschaft fördert, tut. Um dann auch den Unternehmern die Angst zu nehmen, hey, das ist nicht schlimm, wenn du heute einen gewissen Innovations Verlust hast. Du kannst durch neue Ideen, durch neue Gründerinnen und Gründer, durch junge Menschen dich ganz neu wieder positionieren. Und du musst jetzt auch nicht den Kopf ins Sand stecken, nur weil Corona vielleicht scheiße war und deine Ersparnisse aufgebracht sind, was bei vielen der Fall ist. Und nimm dir auch diese horrenden oft Bewertungen, die man da liest und hört, nicht so sehr zu Herzen, sondern geh deinen Weg. Und dieses wollen wir in diesem Entrepreneur Club innerhalb der Grow in den nächsten Monaten auf- und ausbauen. Und wir haben da große Ziele, wir haben da auch sehr starke, tolle Persönlichkeiten, die da begeistert sind, die das mit uns machen. Und an der Stelle sage ich jetzt schon mal, na Daniel, ich hoffe, wir begrüßen dich natürlich auch, spätestens dann, wenn du mal allen Auf erklären jeden musst, wie man Fall. da die Podcasts macht. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Wenn ich ein Ja Fall. jetzt, wenn ich Auf dann schon jeden ein Ja. Hundertprozentig, hundertprozentig, du kannst auf mich zählen, kannst auf mich zählen. Weil du es jetzt auch angesprochen hast, Corona, und dass jetzt bei vielen Leuten natürlich einerseits auch der Kopf sehr erschöpft ist, das Mindset erschöpft ist, aber auch die finanziellen Ressourcen. Was ist dein Learning bis dato? Jetzt haben wir ja, glaube ich, bald ein Jahr Corona oder hatten jetzt letztens ein Jahr Corona. Was hat sich bei dir persönlich geändert? Was ist vielleicht ein Learning, was du herausnimmst? Es dürfen auch ein paar Learnings sein, aber was war so vielleicht, was dir jetzt schnell mal in den Kopf kommt? Das Schnellste, was mir in den Kopf kommt, ist ganz einfach: kein Radio und kein Fernsehen, keine doofen Talkshows mehr, keine Nachrichten. Bin komplett übergestiegen auf Spotify, habe mir meine eigenen Playlists gemacht. Ich höre den ganzen Tag hier mit meiner kleinen Bose-Box im Hintergrund, läuft die mit, ja, meine Dinge positiv berieseln. Ja, nur das anhören. Ich liebe Podcasts mittlerweile wirklich rauf und runter abends. Finde Clubhouse ganz gut, wenn es coole Geschichten sind, ja, in den letzten Wochen. Und ich lasse einfach diese Drecksdiskussion weg. Erstens kann ich keinen Impfstoff bauen, ja, bin jetzt blöd. Zweitens kann ich keinen kaufen, davon, weil ich nicht kriege. Also was mache ich? Ich kann testen bei uns im Laden hier, bei den Kollegen, die kriegen diese PCR, diese Schnelltests seit einer Woche jetzt, die freuen sich, das machen wir immer alles. Mehr kann ich nicht tun und mehr will ich auch gar nicht, weil ich mich nicht beteiligen möchte an dem ganzen Schmarrn. Ich weiß, dass Corona schlimm ist. Wir haben selbst in der Familienumfeld jemanden verloren. Und auch im Freundeskreis eine jüngere Mutter einer guten Freundin von mir, die ist gestorben. Und das muss ich mitnehmen und alles andere, ich kann nicht mitlamentieren, sondern ich muss das Beste daraus machen. Und wir haben halt gesagt, Gott, wir gründen Sales ab in einer Zeit, wo jeder mir aus, also wo jeder gesagt hat, du bist verrückt. Ja? Und habe ich gesagt, ja, das ist erst recht der beste Zeitpunkt. Ich erinnere, in der höchsten Finanzkrise, die wir hatten, damals ist Zalando und Co. und alles gegründet worden. Die erfolgreichsten Firmen, die wir heute haben. Die größten Profiteure jetzt in den letzten 1,5, 2 Jahren, die sind damals in der schlimmsten Finanzkrise gegründet worden. Und damit hat sie der Fall. Na, das ist auf jeden Fall, vor allem gerade auch jetzt mit deinen Projekten, glaube ich, gibst du auch wieder Leuten eine gewisse Perspektive am Ende des Tages, weil ich glaube, das haben viele Leute einfach verloren in diesen turbulenten Zeiten. Und das haben wir jetzt auch im Vorfeld noch drüber gesprochen. Vielleicht der letzte Teaser. Jetzt haben wir schon sehr, sehr viele Geheimnisse gelüftet. Aber es gibt jetzt noch eine Neuerung von euch, und zwar den Pitch Room. Und das finde ich natürlich auch
Ja, das nächste Geheimnis gelüftet. Wir lüften ja heute, das ist ein Wahnsinn. Alles top secret eigentlich. Aber das finde ich auch großartig, weil so viele Leute wollen pitchen und 2 Minuten, 2 Millionen oder wie heißt das, die Höhle der Löwen, da kommt jetzt auch nicht jeder hinein. Aber vielleicht willst du Und noch sehr mal viel Show. erläutern, wie das funktioniert, genau. Und da ist immer sehr viel Show dabei. Und ich habe es vorher schon Wirklich? gesagt, Wirklich? da ist viel, viel Show dabei. Ja, Okay. schau mal, wie viele Deals denn tatsächlich funktionieren bei Höhle der Löwen und was danach rauskommt. Wie oft ist es ein, was ja auch nicht negativ ist, dass gewisse Löwen sich Produkte sichern, einmal hochmachen, viel Geld mitnehmen und dann ist der Gründer wurscht. Also es gibt natürlich auch andere Fälle, aber wenige. Von den Tausenden kommen ja eh bloß eine Handvoll immer in die Show. So, und Das stimmt, ja. deswegen, und es gibt ja nicht nur die, die sich da bewerben, sondern es gibt ja so viele herausragende, tolle Gründerideen, Gründerinnen und Gründerideen, die eine Bühne benötigen. Und wir haben es Ja. gesehen bei unserem Clubhouse-Pitch, das war für mich. Das ist nach wie vor, bin ich da schwer begeistert, dass da immer 100, 150 Leute dabei sind. Ja. Und einfach frei weg 30, 40 Sekunden ihre Geschichte erzählen. Und wir konnten von denen, es waren jetzt über 40, die da dabei waren, die paar Mal, wo wir es gemacht haben. Und wir konnten da so viele helfen und tatsächlich auch zwei wirklich ins Doing bringen. Und das fand ich so geil, dass ich gesagt habe, wir haben eine geile Plattform. Und unsere ITler sind perfekt und die bauen da schon länger dran an einer eigenen Videoplattform. Und das haben wir jetzt, sind wir durch. Und wir werden diesen Pitchroom jeden unserer Corporates oder White Level, also Gründerzentren, Unis, Hochschulen anbieten. Und da können sich weltweit künftig die Menschen in den Pitchroom einwählen und können bei den Pitch-Area, also bei den Pitch-Events mit dabei sein. Ne? Und ich finde das geil. Ja? Also, Das ist mega, und das ist mega. das, glaube ich, hilft vielen jungen Gründerinnen und Gründern, dass sie die Angst ablegen, dass sie einfach selber rausgehen aus sich und sagen, hey cool, ich habe da eine geile Geschichte und das ist das Ziel. Das werden wir, du hast es schon verraten, ich sage noch nicht wann, aber es kommt in Kürze. In Kürze, in Kürze. So, und jetzt Bernhard, letzte und abschließende Frage. Wofür stehst du als Bernhard Schindler? Oder wofür willst du stehen? Das kannst du ja aussuchen. Mir hat einmal einer gesagt, du bist bayerisch, bissig, strategisch, visionär unterwegs und das stimmt wie die Faust aufs Auge. Ich würde es mit einem ergänzen. Bei mir ist es wichtig, tun. Ich liebe Okay. Macher, ich liebe Menschen, die es tun, die nicht lange fragen, weil die Menschen, die tun und die machen, die können zweimal auf die Schnauze fallen, aber die werden immer wieder aufstehen und die werden erfolgreich. Da bin ich überzeugt. Super, Bernhard. Ich glaube, das waren großartige abschließende Worte. Ich danke dir für deine Zeit. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Und Bernhard, ich wünsche dir noch einen super schönen Tag. Alles Liebe. Danke, Daniel. Vielen Dank. Alles Gute dir.